Logi haben keine Schnitte gegen die Gelder. Nix an Schmerzen haben die mich, haben die gegen mich. Ich fahre mal mehr Sekunden raus, das ist kein Problem. You got no problem, Houston. So, und zufahren. Ja. Ich meine, 6 Sekunden ist sowieso viel mehr, als ich später haben werde. Wenn ich in den... Obwohl... Ja doch, wenn ich in den obersten C-Klassen ankomme, oder ist das S oder irgendwie so. Also wenn ich halt auf jeden Fall mit den McLarens und so fahre. Ich weiß gar nicht. Nee, stimmt gar nicht. Weil Mercedes ist, die Mercedes-Rechte haben die ja nicht gekauft. Weil die ansonsten kein Schattenmodell haben dürfen. Oder teilweise dürfen die dann ja kein Schattenmodell haben. Das finde ich sowas von mega scheiße. So, ja, ist super. Also, Alter, wie viel behindert ich gucke, ey. Geh, speichere gerade, Mama. Okay, das ist Tempo. Das ist wahrscheinlich so eine Art Radarfalle. Aber das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich weiß zu wenig mehr über dieses Spiel. Heute braucht man nicht lange nachzudenken. Einfach nur den Fuß aufs Gas und los. Mit dem alleinigen Ziel, so schnell zu fahren wie möglich. Ist doch simpel, oder? Simpel? Ist doch simpel, oder? Ey, ey! Geschwindigkeit war das jetzt. Ach so, ich muss meine Schnittgeschwindigkeit immer in dem Bereich lassen. Okay. Oder immer mehr... Scheiße. Immer mehr Punkte sammeln. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was gut ist. Also was da so gut ist. Komm. Ja, lieber einmal mehr bremsen, als Strafe zu kassieren. Finde ich cool, dass man sich da die Strecke auf, selber aussuchen kann. Aber jetzt war 20. ist der absolut am Ende. 1511. Ja gut! Okay. Da war ich ein bisschen schneller. Das war gut, ne? So, jetzt haben wir da... Noch 2 Zeitfahrerinnen und dann ist gut, okay. Das ist wahrscheinlich auch Checkpoint, oder? Hallo, wir sind wieder bei der Solar Crown. Sie gut auf. Dies könnte der Wendepunkt in dieser Meisterschaft sein. Heute kann sich keiner Fehler erlauben, denn dies ist ein Rennen gegen die Zeit. Dies ist ein Rennen gegen die Zeit. Okay, wir haben wieder Straf, also ne, nicht außerhalb der Strecke gekommen. Sowieso in etwa. Sollte man nicht tun, ne? Ich check nur mal, was man nicht tun sollte. Wenn man das hier gewinnen will, so hier muss ich dann rüber.
von hier so. Der Turbolader? Ist das ein Turbolader? Moment. Ja, könnte einer sein. Könnte sein, dass ich vielleicht einen Turbolader drin habe. Cool. Oder? Warte. Ja, das war jetzt ja ein Traum einfach. Ja doch, das ist glaube ich ein Turbolader, den ich da drin habe. Ja, locker flockig hier. Ja, und okay. Yippie, yay, ich bin der Beste. Ta-ta-ta-ta-ta. Oh, Alter, gleich habe ich schon das T4 durch. Ich glaube, es macht ziemlich Spaß, das mit Freunden zu spielen. Silas, du hast dieses Spiel schon gespielt. Es macht ziemlich viel Spaß. Also es macht ziemlich viel Spaß, das mit Freunden zu spielen. Joschka hat das ja auch schon in seinem Best-of mal gehabt. Also da so, oh Mann, ey. Und Joschka hatte vor allem auf 720 Pixel. Und das war noch okay. Das war aber schon echt hart an der Grenze, fand ich. Und muss ja sowieso nochmal mit telefonieren. Das gehört nicht hierher, ja? Bitches, ich komme aus Alaska. Oh, scheiße. Ja, sehr schön. Ja, das ist ein Traum, ist das. Eine Sekunde bin ich nur im Rückstand, das ist ja krass, ey. Wie schlecht ist denn das alles hier? Das Ding ist halt, man kann auch voll die Lenkung durchziehen. Der hat halt nicht so mega das Handling, das ist aber eigentlich auch... eher ein Vorteil, finde ich zumindest. Aber wenn ich jetzt so weiterfahre, dann habe ich genau Friseur verfügbar. Oh mein Gott, ich wollte schon immer mal einen Friseur verfügbar haben. Voila, voila. Scheiße, nein. Oh. Böser Knick? Nein. Kein böser Knick. Hauptsache stehen, ne? Ja. Krieg ich wahrscheinlich hier irgendwie... Yeah! Hat gewonnen! Oh mein Gott! Lasst mich in Ruhe, ihr Aasgeier! Habt ihr denn gar keinen Anstand im Leib? Ich kenne da jemanden, der über dieses Ergebnis nicht gerade erfreut sein wird. Sieht so aus, als hätte Miami einen Gegner gefunden, der ihr wirklich die Stirn bieten kann. Was für ein grandioser Sieg. Vier Freunde. So. Ja, davon hole ich mir jetzt erstmal meinen. Achso, ja. Ich meine, wie geil ist das denn? Ich kann hier auf dem Trainingsplatz fahren. Wobei brauchst du denn Hilfe? Soll ich es mit Kondom machen oder ohne? Also willst du ein Kind oder nicht? Und wenn ja, ich übernehme keine Förderrolle. Ich glaube, bei Bullen war das so, dass man die, wenn man die angefahren hat, waren die sauer, ansonsten aber nicht. Wegen
Ja, woher weiß mein Navi, wo die steht? Wegen der Lenkung ab, obwohl, ja gut, kann natürlich auch zu dem Haus sein, ja? Tunershop. Verbessern Sie die Leistung Ihres Fahrzeugs in diesem Geschäft. Biegen Sie links ab. An der nächsten Kreuzung. 15 Kilometer? Biegen Sie rechts ab. Sie fahren in die falsche Richtung. Wenn möglich, bitte Maul halten. Genau, dann gab es noch so... Oh geil, Alter, ich kann dir richtig die Dingens geben. Es gibt auch den Veyron. Bugatti Veyron. Ja, ich fühle mich sehr langsam, muss ich sagen. Wahrscheinlich, weil ich zuletzt Audi gefahren bin. Also Bullerei. Bullerei. Aber anditschen. Wenn Sie zu viele Verkehrsdelikte begehen, werden Sie vielleicht von der Polizei verfolgt. Das war ein Verkehrsdelikt. Ach jawohl. Jo, wie der aussah von hinten. Alter, ey, von meinem Bullen so hinten rein. Der würde ich aber in Deutschland nicht so gerne wiedersehen. Alter, der knüppelt dich so weg, ey. Es ist so warm, ne? Ohne Scheiß. Ich wohne im oberen Stockwerk, ne? Da ist es ja noch ein bisschen wärmer, aber trotzdem ist es so krass warm einfach. Oh, guck mal, was passiert, ey. Oh mein Gott, Alter. Pam! Wie Verkehrsdelikt! Ey, was bist du denn eigentlich für eine Bullerei, du? LOL. Was? Was? Ja, auf jeden Fall. So sieht das immer aus. Guck mal, so Dodge, Alter. Die haben sogar Dodge, Junge. Okay. Will ich nicht bezahlen. Nö. Alter. LMFAO. Hey. Ich habe gerade übrigens meine Taste festgestellt. Das kann ich machen bei meiner Tastatur. Oh fuck. Okay, ich habe da ein Dingens drauf gestellt, aber egal. Ich finde, das Geschwindigkeitsgefühl kommt eigentlich relativ gut rüber. Ja, das ist ja, also ich meine, bei Need for Speed, das ist natürlich noch wieder was anderes. Weil das natürlich immer als Vergleichswert nimmt, weil Need for Speed einfach das Auto-Rennspiel ist, ne? So wie VW das Auto ist. Need for Speed, das Auto-Rennspiel. So, das Auto, Punkt, 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 Rennspiel.
Voila. Fly me to the moon. Ah, oh, ne, doch nicht. Das wäre witzig gewesen. So, gib mir mal Geld. Weg damit! Oh, Alter. Ja. Ja. Ich bin schon dabei. Bester Verreiber, Junge. Ah nee, das nicht, ey. Schnell weg. Im Autoaufkleber-Shop können Sie Ihr Fahrzeug zwar nicht umlackieren, dafür aber seinem Aussehen eine persönliche Note verleihen. Lassen Sie Ihrem artistischen Talent freien. Sie können eine Matte oder Glänzen. Sie können Ihr Fahrzeug drehen, um die vorgenommenen Veränderungen zu begutachten. Sie können auch rein- und rauszoomen. Schwarz muss das schon sein, oder? Doch. Aber welches Schwarz? Ja, Carbon auf jeden Fall. Vincent. Was ist das? Metallic. Hm. Ich finde das Matte scheiße. Jo. Aufkleben. Sie damit, den Autoaufkleber auszuwählen, den Sie aufkleben wollen. Beim ersten Mal werden Sie eine Autoaufkleberpalette kaufen müssen. Sie können auch alle Autoaufkleber entfernen oder die derzeitigen Änderungen rückgängig machen. Ich freue mich. Schwarze Autos sehen so geil aus. Mein erstes Auto wird schwarz sein. Ist mir scheißegal, welcher Typ das ist oder so, aber es muss schwarz sein. So, und ich? Ich muss auch schwarz sein. Moment, das macht gar keinen Sinn. Egal, ich muss jetzt auf. Deswegen, tschüss, bis zum nächsten Mal, haut rein.